Also wenn man komplett roh versuchen will sofort, könnte man das auch machen. Dann sollte man ein paar Sachen beachten. Ein paar wenige Sachen. Und zwar sollte man nicht zu viel hiervon essen. Weil frisches Obst halt wirklich die Entgiftung sehr stark anregt. Allgemein auch der Zucker da drin. Und der Zucker auch noch zu Übersäuerung führen kann. Obst sind meiner Information nach leicht säurewirkend auf den Körper. Aber die ganzen überzüchteten Sorten sind auf jeden Fall sauerwirkend auf den Körper. Besonders auch Trockenfrüchte. Wenn man es jetzt zum Beispiel hat, dass man auf Zucker überzüchtete Früchte hat, kann man Folgendes machen, dass man die entsaftet. Ist natürlich die Zuckerkonzentration eher erstmal noch höher. Aber dann zu 2 Drittel mit Wasser verdünnt. Langsam 45 Minuten lang trinkt, aber auch einspeichelt, damit, weil die Kohlenhydratverdauung im Mund stattfindet. Dann hat man einfach das zusätzliche Wasser, was das Ganze verdünnt. Und dann geht das wieder. Damit kann man dann etwas Geld sparen, wenn man dann nicht diese krass ursprünglichen Früchte, die teuren Früchte kaufen muss am Anfang seiner Umstellung. Also die Rückvergiftung, das erste, wird sehr stark angetrieben durch Obst und wenn man die ganze Zeit rückvergiftet ist, macht das halt körperlich und auch geistig keinen Spaß. Darauf sollte man achten. Das zweite ist dann halt wirklich, ich empfehle dann, wenn man sofort umsteigen will, dann mindestens 50% aus Gemüse zu beziehen in seiner Ernährung, weil da sehr viele Mineralstoffe enthalten sind, die Giftstoffe in der Rückvergiftung, die säurebildenden Stoffe binden durch das Alkalische. Und auch viel davon an Wurzelgemüse einzubinden, weil Blattgemüse durch das Chlorophyll und andere sekundäre Pflanzenstoffe auch nochmal stark die Entgiftung anregt, aber auch unterstützt, indem die Giftstoffe transportiert. Das heißt, Blattgemüse ist extrem wichtig dann. Besonders auch Wildkräuter. Brennnessel gibt es zum Beispiel immer noch momentan. Und das sollte man dann wirklich jeden einzelnen Tag drin haben. Relativ viel dunkelgrünes Blattgemüse. Wenn man sich zum Beispiel einen Salat macht, kann man dann auch ein paar Blätter Spinat mit reintun. Oder halt ein grünes Smoothie. Jetzt habe ich hier auf dieses Schwarze reingebissen. Das ist so die Sache. Wenn man relativ schnell umsteigen will. Ich rede zu ruhig, habe ich das Gefühl, aber das bin ich halt. So, das Video geht jetzt, das war jetzt nochmal so angeknüpft an das letzte Video. Das Video geht jetzt, was man für einfache Wahlmöglichkeiten hat, um seine jetzige Ernährung. Besonders spreche ich die Leute an, die sich schon für gesunde Ernährung interessieren, auch teils umgesetzt haben, was man dann halt noch für bessere Wahlmöglichkeiten hat. Und zwar welche, die halt wirklich stark verbessern. Und das ist zum Beispiel, wenn man viel Reis isst und Reis liebt, jetzt erstmal allgemein, sage ich es erstmal, Getreide und Hülsenfrüchte sollten eher die Beilage bilden. Und dass man das Gemüse, wo ich ja gesagt habe, dass das so 50% darstellen sollte, auch wenn man nicht 100% roh lebt, würde ich dann auf das Gemüse den wirklich Hauptfokus legen, weil das am wenigsten den Körper wieder neu belastet und gleichzeitig auch noch paradoxerweise durch Ballaststoffe zum Beispiel den Körper unterstützt, auch in der Reinigung unterstützt, aber halt nicht zu stark anregt in der Reinigung. Dass man, und da werde ich auch, aber das mache ich im anderen Video, weil das mir zu lang wird, konkrete Beispiele nennen, wie man halt Rezepte dann macht, die auch lecker sind und sättigend sind, die halt gemüsebasierend sind. Und ich rede in erster Linie von stärkefreiem Gemüse, weil Stärke halt wieder stark, sehr stark schleimbildend ist. So auch alles Getreide, was auch aus 60 bis 80% Stärke besteht. Und deswegen, und Getreide ist gleichzeitig auch noch stark säurebildend und hat auch noch Antinährstoffe. Es sind etliche Antinährstoffe.
Besonders Gluten ist zu nennen, was sehr stark klebend und schleimbildend ist. Und deswegen wäre, aber jetzt erstmal, um auf den Reis zurückzukommen, das hat zumindest schon mal kein Gluten, ist aber trotzdem sehr viele andere Schleimstoffe, ist aber besser als Weizen, sag ich mal. Aber auch schon sehr schlecht insgesamt Reis. Und das kann man einfach ersetzen mit Parboiled-Reis. Das ist vorgekochter Reis. Gleichzeitig geschälter Reis, was natürlich erstmal suggeriert, dass es minderwertiger wäre. Aber die ganzen Antinährstoffe und auch einige Schleimstoffe, die sitzen in der Schale vom Reis. Und bei dem Parboiled-Reis ist das so, dass er nicht einfach nur geschält ist, sondern durch ein speziell schonendes Hitze- und Druckverfahren werden die, wenn 80% der Nährstoffe, also nicht der Antinährstoffe, sondern der regulären Mineralstoffe und auch Vitamine ins Innere des Korns befördert. Und der braucht auch nur 10 Minuten, bis er fertig ist, der Reis hat dann noch einen Vorteil und der kostet auch ziemlich wenig. Und da ist es dann halt wichtig, viel Gemüse wieder dabei zu haben, beziehungsweise im Idealfall den Reis bei dem Gemüse zu haben. Zum Beispiel auch in einem Reissalat. Da hat man auch diese fehlenden Ballaststoffe wieder, die durch die Schälung halt verloren gehen beim Reis und somit ist es dann auch wieder gut verdaubar. Das ist so das Einfachste und das bewirkt schon wirklich enorm viel und durch das Gemüse in dieser Mahlzeit ist dann auch wieder die Säure ganz gut ausgeglichen, obwohl Parboiled Reis halt jetzt nicht das Optimale ist, aber für viele ist es sehr einfach umzusetzen. Das ist so meine erste Empfehlung. Man kann den Reis, es gibt mehrere Möglichkeiten, man kann den Reis auch mit Hirse ersetzen. Hirse ist so das einzige Getreide, was von sich aus bereits basisch wirkt auf den Körper. Das wäre noch deutlich, deutlich besser als Parboiled-Reis. Aber erstes, besonders wenn schnell gehen muss, kann man halt dann auch immer machen. Man kann auch Quinoa verwenden. Quinoa ist noch besser als Hirse. Ist ein Pseudogetreide, hat aber trotzdem Antinährstoffe, aber auch wieder ziemlich viele Mineralstoffe. Und ist der Hirse eigentlich noch überlegen. Buchweizen auch. Buchweizen hat aber mehr Schleimstoff als Quinoa. Aber Quinoa ist eigentlich so die beste Möglichkeit in diesem Punkt, um zu ersetzen. Aber ist dann halt auch wiederum teuer. Parboiled-Reis ist auch das günstigste zusammen mit Hirse. Hirse ist auch sehr günstig. Und was dann nochmals besser ist, wenn man den Reis oder die Hirse brät, weil dadurch wird Stärke in Zucker umgewandelt. Und dann hat man weniger Schleimstoffe. Andere Möglichkeit oder zusätzliche Möglichkeit ist, sehr, 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 sehr lange kauen, bis es süß schmeckt. Dann verwandelt man die Stärke auch in Glucose um. Und hat damit weniger schleimbildende Stoffe, die man aufnimmt, was sehr gut ist. Zweite ist, oder sind Nudeln. Nudeln, aus Weizen bitte komplett verzichten, zu 100% oder 90%. Komplett ersetzen mit im Idealfall Nudeln aus Buchweizen. Ist basisch wirkend wieder. Also Weizen ist das Schlimmste, ist extrem säurebildend, ist extrem auf Gluten überzüchtet, damit extrem schleimbildend und ist auch noch ein Neurotoxin, wird gesagt. Also Weizen ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Ich versuche das gerade mit Tierprodukten zu vergleichen. Aber, naja, Tierprodukte sind eigentlich noch schlimmer. Aber Weizen ist das schlimmste Vegane überhaupt. Und dazu zählen natürlich dann auch die ganzen Fertigprodukte, wo Weizen Gluten drin ist. Das reine Gluten. Was natürlich noch mal schlimmer ist als das Weizen an sich. Ja, mit Buchweizennudeln entweder oder Hirsennudeln gibt es auch. Sind, glaube ich, sogar günstiger als Buchweizennudeln. Aber zumindest Maisnudeln. Die sind noch ziemlich bezahlbar. Die sind dann halt auch säurebildend, aber Mais ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, aber ist meine starke Einschätzung, dass Mais so von den Getreidearten ziemlich bekömmlich ist, weil es kein Gluten enthält, aber glutenähnliche andere Antinährstoffe wie Lektine, was auch immer Reis der Fall ist, aber gleichzeitig auch ein bisschen weniger schleimbildend ist als Reis. Deswegen Maisnudeln oder Reisnudeln auch. Zumindest das. Das ist dann halt säurebildend. Buchweizennudeln wären basisch. Hirsennudeln wären auch basisch. Antinährstoffe enthalten die alle noch insgesamt.
Aber von 0 auf 100, das schaffen halt wenige, dass man halt wirklich dann die Sachen auch ersetzt. Das heißt, für Reis haben wir eine ziemlich alte Alternative. Ziemlich alt. Eine ziemlich einfache Alternative, einfach vorgekochten Reis nehmen, geht sogar noch schneller, ist genauso günstig. Da gibt es also überhaupt keine Ausreden. Und Nudeln, einfach Buchweizennudeln oder zur Not Maisnudeln, kann man auch einfach reinwerfen. Auch schnell fertig, gibt es eigentlich auch nicht viel Ausreden, würde ich sagen. So, das nächste wären halt Brot und allgemein ja, Dinge, wofür man Mehl benötigt oder benötigen würde. Wo habe ich das denn hier? Weizenmehl kann man dann zum Beispiel auch gut mit Buchweizenmehl ersetzen. Buchweizen kostet ein Kilo 4,60 €. Das ist eigentlich auch noch relativ bezahlbar. Oder Hirsemehl ist auch basisch und glutenfrei. Dass man wirklich darauf achtet, auf glutenfreie Alternativen und wenn es geht halt auch in erster Linie auch basisch irgendeine Stoffe, aber man kann halt so 20% auch nicht basische Lebensmittel einbeziehen. Und da braucht man halt ein Bindemittel. Man kann auch, also Buchweizen oder Hirsemehl. Zur Not geht auch Reismehl, ist zumindest glutenfrei. Aber zumindest würde ich sagen Einkorn oder Emmer. Also Einkorn und Emmer. Also Einkorn ist die ursprüngliche Sorte von Weizen. Emmer ist ein bisschen gezüchtet. Nach Emmer kommt Dinkel und dann kommt Weizen. Und die haben halt dann deutlich weniger Gluten, weil die auch nicht gezüchtet wurden. Dass man zumindest halt sowas nimmt. Wenn es einem besser schmeckt als Buchweizenmehl oder Hirsemehl oder Reismehl. Bindemittel kann man dann je nach Rezept nehmen. Leinsamen oder einfach Agar-Agar oder Flohsamenschal oder Sojamehl, Guarkernmehl und halt je nach Rezept auch Bananen, Kokosraspel, Datteln, Kichererbsenmehl. Das sind so einige Bindemittel, die ich auch nochmal in die Infobox schreiben werde. Und damit kann man auch ganz normal ein Brot machen. Könnte einfach halt googeln, wie man halt glutenfreies Brot backt. Und im Idealfall halt mit Hirse oder Buchweizen. Man kann auch Amaranth oder Quinoa-Mehl nehmen. Aber hier so ein Buchweizen wäre günstiger. Damit hat man auch sein Brot. Man kann halt auch Bananenbrot machen. Dann braucht man halt kein Bindemittel per se. Dann sind die Bananen einfach das Bindemittel. Und hat dann einfach sein Mehl und dann ist das Bananenbrot auch schon fertig. Aber Bananenbrot ist ziemlich einfach. Oder Dattelbrot. Geht natürlich auch. Ja, Kartoffeln sind ziemlich gut eigentlich. Also eigentlich auch wieder nicht, weil die sind auch stark schleimbildend, weil die sehr viel Stärke haben. Aber sie sind ziemlich basisch. Wirken ziemlich basisch auf den Körper und haben keine weiteren Antinährstoffe wie Lektine, Glutene oder Saponine und dann gibt es noch ein, zwei Sachen, die ich schon wieder vergessen habe gerade. Also Wurzel, Gemüse allgemein ist da eigentlich eine ganz gute Alternative, wenn man halt den Hunger stillen will, sag ich mal. Obwohl der Hunger halt meistens nur ein Entgiftungssymptom ist, aber wenn es halt nicht anders geht. Allgemein Wurzelgemüse halt, besser als Kartoffeln, sind halt noch Süßkartoffeln, die sind sogar deutlich besser nochmal, weil die nur ein Drittel der Stärke besitzen wie eine normale Kartoffel und sind deswegen auch nur ungefähr ein Drittel so schleimbildend. Die sind wirklich sehr, sehr gesund, könnte man sagen, für die allermeisten Menschen. Und wenn man schon nur in erster Linie roh lebt, Entschuldigung, und dann haben es vielleicht halt mal Süßkartoffelpommes macht. Und da braucht man auch wirklich keinerlei Salz oder Öl. Zur Not halt ein Tropfen Öl auf jede Kartoffelecke und verstreichen. Geht auch zur Not. Aber braucht man eigentlich nicht. Dann wäre man schon extremst gesund. Und das ist halt auch wirklich nicht schwierig. Und wenn ihr mal irgendwie Samstag, Nachmittag oder abends in Aldi geht, dann sind da immer Angebote vom ganzen Obst und Gemüse. Da habe ich letztens auch Süßkartoffeln für 1,20 € pro Kilo bekommen. Das ist auch bezahlbar, finde ich. Das ist in jedem Fall bezahlbar. Und die sind, finde ich, auch noch qualitativer als Bio-Süßkartoffeln. Ich zeige euch das mal. Das hier ist so eine Süßkartoffel aus dem Aldi.
schön klein. Hier haben wir noch eine größere. Und die Bio-Süßkartoffeln, die sind ungefähr so dick und nochmal so ein Teil drauf. Noch extrem lang und so schön glatt und rund. Einfach so ein dickes Teil, so eine mutierte Kartoffel einfach. Und die hier, die kleinen, die natürlicher sind, die schmecken auch besser. Das ist eigentlich kein Problem. Und man kann da dann auch ganz mal irgendwie einen Ketchup zu machen, wenn man möchte, zu den Kartoffeln. Oder irgendeinen anderen Dip. Hummus vielleicht auch. Topinambur kann man gut machen, hat auch wenig Stärke und hat Inulin drin. Kann ich jetzt nicht so sagen zu dem Inulin. Auf jeden Fall ist es dann halt eigentlich gar keine Stärke, glaube ich, nur sehr, sehr wenig. Schwarzwurzeln, Yamswurzel, Yucca gibt es, glaube ich, noch. Besser wäre natürlich stärkefreies Wurzelgemüse wie rote Beete, Karotten, also die halt mehr Süße haben als Stärke. Das wäre so das Optimale. Da kann man halt also auch auf viel achten, was ziemlich einfach ist, einfach statt Kartoffel Süßkartoffeln nehmen, das ist ja wirklich nicht schwierig und ist trotzdem absolut bezahlbar, meiner Meinung nach. Also da habt ihr schon auf jeden Fall krasse Effekte mit. Also ich würde das, würde ich wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Da würde ich gerne zu motivieren. Dann was man noch gut ersetzen kann, ist Schokopudding. Da nehmt euch einfach Avocado, Banane und Karottenpulver oder einfach Vanille für Vanillepudding oder vielleicht auch Kakaopulver. Und dann habt ihr auch schon einen extrem leckeren Schokopudding und extrem gesund. Hülsenfrüchte, wie gesagt, am besten auch nur als Beilage, sind eigentlich genauso wie Getreide, nicht ganz so schlimm, haben aber auch Antinährstoffe. Es wird aber gesagt, dass es gute Säurebildner sind, was immer auch das bedeutet, aber das habe ich auch gemerkt, dass sie mir deutlich besser tun als Getreide. Und sie enthalten halt auch keine Glutene, aber dafür auch Lektine und andere Antinährstoffe. Ja, als Beilage halt so stärkefreiem Gemüse zum Beispiel oder stärkearmem Gemüse ist das auf jeden Fall ganz gut. Und zu den Süßkartoffeln Pommes ist es auch ganz sinnvoll, wenn man dann vielleicht ein Drittel stärkefreie Pommes macht, zum Beispiel aus Kohlrabi oder so, die mariniert und würzt. Davon ein Drittel Süßkartoffelpommes und ein Drittel dann gedünsteten Brokkoli, gebratenen Brokkoli mit Möhren. Das mal, und dann halt irgendeine Soße oder ein Dip dazu. Das wären eigentlich schon optimal als Mahlzeit. Und sehr basenbildend. Bei den Hülsenfrüchten wäre es am besten, wenn man die keimen würde und oder fermentieren würde. Ja, Mungbohnen zum Beispiel oder Kichererbsen sind ziemlich günstig und sind auch ziemlich einfach im Keimvorgang. Also Keimen ist wirklich nichts Schwieriges oder so. Muss man halt nur mal 2 Tage Geduld haben, bis sie fertig gekeimt sind. Und dann kann man da gut draus sehr gut auch Bratlinge machen, wenn man sowas noch gerne hat. Oder auch Hummus machen. Oder halt als Kichererbsenmehl, als Bindemittel in irgendwelchen ja, Bratlingen, Gemüsebratlingen verwendet oder anderen Rezepten. Und wenn man Kichererbsen wirklich keimen und fermentieren lässt mit Gewürzen und Kräutern, das schmeckt wirklich besser als Fleisch, das kann ich euch sagen. Das kann ich euch fast so garantieren, auch wenn es halt doch individuell ist vom Geschmack her. Aber ich habe es meinen Eltern auch probieren lassen, die sagen das auch, es ist eigentlich so das Beste, was ich jemals probiert habe. Das ist wirklich der Hammer. Ganz cool ist auch noch Popcorn. Da nimmt man einfach Popcorn-Mais, kauft den ganz mal in einer Packung, 2 Euro pro 500 Gramm, glaube ich. Auch ziemlich günstig. Ist halt Mais. Tut ein bisschen Öl, dass man die so bedeckt hat, so leicht bedeckt hat, die Pfanne. Tut ein bisschen Zucker bei. Wenn man wenig nimmt, ist das halt okay. Und lässt die dann halt alle aufpoppen und dadurch wird bei denen auch Stärke teilweise in Zucker umgewandelt. Und ist halt auch glutenfrei und ist eine super, ist eigentlich ein super gesunder Snack, wenn man es halt selber macht, mit wenig Öl und wenig Zucker.
man einfach so snackt, aber das ist dann halt wirklich auch, ja, sage ich nicht, sagt man nicht so eine ganze Mahlzeit oder also eine ganze Schüssel davon daraus isst, kann man auch mal machen, als man halt irgendwie noch irgendwas Gemüseartiges dazu hat, wäre noch ganz gut. Auf jeden Fall ist es schleimärmer als anderes Getreide in dieser Form, in dieser gepoppten Form zu konsumieren. Zu Öl, da würde ich dann immer Olivenöl nehmen, weil es basisch ist. Oder Kokosöl zum Beispiel. Das Olivenöl ist halt auch recht günstig. Ja, also wie gesagt, Getreide, Pseudogetreide, Hülsenfrüchte nur als Beilage sehen oder zumindest 50-50 machen. 50% Gemüse, 50% Getreide. Pommes lieber aus Süßkartoffeln. Einfach schneiden, also schälen, wenn man will. Dann schneiden in relativ dünne Form, also muss nicht dünn sein, aber halt auch nicht zu dick. In irgendeiner Form, die man haben will. Und dann 20 Minuten nur, die brauchen nicht so lange. 20 Minuten bei 100, bei 200 Grad oder 25 Minuten bei 180 Grad, dann sind die fertig und schmecken wirklich sehr gut. Immer einen guten Anteil an stärkefreiem Gemüse. Grünkohlchips kann man zum Beispiel auch machen. Überzüchtetes Obst vermeiden, wie ich schon mal am Anfang des Videos gesagt habe. Oder nur ergänzen damit, weil lieber ein überzüchtetes Obst, womit man ergänzt, als wenn man stattdessen irgendwas Gekochtes isst. Nur würde ich wirklich nicht zu viel von essen, wegen, weil ich, wie gesagt, ich bin gerade schon am Ende irgendwie. Ah. Weil die Rückvergiftung sonst zu sehr angeregt wird dadurch. Und ja. Dann aber trotzdem lieber ein bisschen von diesem überzüchteten Obst und eine basische Mahlzeit, diese Fruchtsäure und den Zucker ausgleicht, sozusagen. Salat mit geilem Dressing ist natürlich auch immer eine gute Mahlzeit, die man integrieren kann, ob man das jetzt mit Parboiled Reis macht oder ohne. Im Prinzip wollte ich nur sagen, Reis, Parboiled Reis oder Hirse oder Quinoa oder Buchweizen, Nudeln, Buchweizennudeln, Hirsenudeln, zumindest Maisnudeln. Kartoffeln sind gut, noch besser Süßkartoffeln. Brot, kein Weizen nehmen, sondern Hirsemehl, Buchweizenmehl, zur Not Reismehl oder auch zermixte Süßkartoffeln, was sehr ideal ist, dass man halt mal so ein Gemüsebrot halt macht, kann auch mit Topinambur machen und Kichererbsenmehl zum Beispiel. Da kann man sehr viel machen, das werde ich auch noch selber alles ausarbeiten, um das dann einfacher zu präsentieren. Dann hat man auch sein Brot, wenn man halt ein Bindemittel noch dazu nimmt. Ja, Hülsenfrüchte habe ich auch erzählt. Das sind so sozusagen die Basics, wo man sehr viel, sehr schnell verbessern kann. Und deswegen beende ich das Video jetzt auch mal, weil ich habe sehr lange darüber geredet, obwohl das einfach so eigentlich so simpel ist. Bis dann.